Titelfavorit Bayern München hat auch das zweite Viertelfinalduell mit den Basketball-Löwen Braunschweig in den Playoffs der Bundesliga gewonnen. Der Vorjahresmeister und Hauptrundensieger setzte sich in Niedersachsen vor den Augen von NBA-Star Dennis Schröder 84:74, 46:35 durch und kann schon am Sonntag in eigener Halle den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. BBL Playoffs Spiel 3, Bayern München, Basketball Löwen Braunschweig am So. Ab 18 Uhr live im TV auf Sport 1. Meistgelesene Artikel Fußball, Bundesliga Rummenigge legt sich bei Kovac fest Fußball, DFB-Pokal Robben und Ribéry erneut Trumpf. Fußball, Bundesliga Brand verkauft Folgen für Havertz Fußball, DFB-Pokal Rangnick, so läuft es mit Nagelsmann Fußball, Champions League wird PSG zum Milliardengrab. Das Bayern-Team von Trainer Dejan Radonjic erwischte wie schon 6 Tage zuvor 70:59 einen Start nach Maß und führte im zweiten Viertel 36:16. Die vom Ex-Braunschweiger Schröder angefeuerten Gastgeber glichen in ihrem ersten Playoff-Heimspiel seit 2012 zwar noch zum 69:69 aus, schafften in einer spannenden Schlussphase die Wende aber nicht. Wir haben 10 Minuten guten und 30 Minuten schlechten Basketball gespielt. Jetzt freuen wir uns trotzdem auf Sonntag, sagte Münchens Topscorer Derrick Williams, 17 Punkte, bei Magentasport. Braunschweigs Christian Senkfelder, der sogar auf 28 Zähler kam, nannte die Niederlage bittersüß. Wir haben Herz gezeigt und gekämpft. Jetzt wird es enorm schwer. Spielplan der BBL Playoffs. Topscorer bei Braunschweig verletzt. Zu allem Überfluss verlor Braunschweig früh DeAndre Lansdowne. Der Topscorer wurde mit Verdacht auf eine Sprunggelenksverletzung ins Krankenhaus gebracht. Das sah alles andere als gut aus. Durch die Verletzung gab es einen kleinen Bruch in unserem Spiel, sagte Braunschweigs Geschäftsführer Sebastian Schmidt. Jetzt aktuelle Basketball-Fanartikel kaufen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: erfolgreichster Werfer der Begegnung vor 5619 Zuschauern war Braunschweigs Christian Senkfelder mit 28 Punkten. Thomas Kleppeis kam auf 18 Zähler. Für die Bayern erzielte Derrick Williams 17, Wladimir Lucic 15 Punkte. Spiel 3 steigt am Sonntag im Münchner Audi Dome. Let's Block Ads. Why?